Moin Moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung oder der Solarfreunde, der freien Energie, der Guerilla-Stromer. Richtig geil, so. Ne? Ja, so. Ja, ich habe da hinten ein Klavier, die ich revidiert. Und zwar habe ich folgendermaßen, wird gleich im Hochklettern, zwei gebrauchte, ich meine, das ist jetzt polykristalline Zellen sind, die ich jetzt zwei bekommen habe. Hier drin liegt noch eine. Ich frage mich jetzt, wie viel Watt die haben. Ich meine, ich und mein Bruder meinen, die Dinger haben 20 Watt pro Stück, meinen wir. Wie man sieht, haben sie auch schon leichte Marken. Die kommen von einem Wohnmobil. Mein Bruder arbeitet in so einem Caravan-Center hier in Mormerland. Könnt ihr euch auch empfehlen, wenn ihr in Mormerland seid und Probleme mit eurem Wohnwagen etc. habt, könnt ihr dann hinfahren und euch eben beraten lassen, reparieren lassen etc. Auf jeden Fall, die Zellen wurden da demontiert. Ja, er hat sie mir dann übergeben. Hab sie jetzt wieder ein bisschen fit gemacht, gereinigt, überarbeitet. Wie gesagt, und ich schätze mal, dass sie 20 Watt pro Panel haben. Die kommen jetzt für eine andere Anlage noch, die ich mir auch aufbaue, in dieser Anlage. Boah. Ja, hier könnt ihr mal meinen kleinen Garten, mein kleines Wäldchen mal so ein bisschen sehen. So, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gehen wir erstmal hoch, ob Dach, und dann will ich mal schauen, wie es da mittlerweile aussieht. Wie gesagt, falls es da jetzt wieder, es gibt ja wahrscheinlich immer wieder irgendwer, der merkt, der ist hier total zusammengeschustert, gebastelt, hast du keine Kohle? Nö, habe ich auch nicht, lebt am Existenzminimum. Ich habe alles zusammengeschustert, zusammengebastelt, so wie ich es kriege. So, jetzt muss ich mal auf dem Dach rauf, mit gleich. Wo ist der Ausschalter? Ausschalter? Ha? So. Ja, ich habe es gerade heute mehr oder weniger fertiggestellt auf mein Gestell. Ja, wie gesagt, sieht also ein bisschen wüst aus. Musste oben mit Sikaflex, also hier sind die Ausgänge gewesen, das muss ich mit Sikaflex neu abdichten. Ja, die hat natürlich gesagt, ich hatte jetzt keinen Rahmen dran gehabt. Die waren so, ja, ohne Rahmen, ohne alles. Bin ich nun beigegangen, zum Schrottplatz gefahren, hat mir von den Autos die Türdichtung einfach ausgebaut und hier an der Seite ran geklatscht. Natürlich alles mit Sikaflex abgedichtet. Das Gestell ist noch das alte. Ja, die Paneele habe ich jetzt in Serie geschaltet, seriell verschaltet. Warum? Weil ich bin hier oben auf dem Dach jetzt drauf, wie ihr seht. Und zu meiner Anlage geht es jetzt, das sind ca. 15 Meter Kabel, die ich hier zusammengetüdelt habe. Und da ist die Serienverschaltung letztendlich die bessere Alternative. Ja, klar, hier unten die kleinen Boxen, alles zusammengetüdelt, die Kabel endend verzinnt, dann mit Dings zusammen hier mit Vargoklemmen zusammengetüdelt. Hier ist gleich, ja gut, hier ist ein bisschen Panzertape drüber, ist auch im Klebenboss, dass es nicht gleich hier abfällt. Obwohl, dürfte jetzt eigentlich schon fest genug sein. Ja, das ist in Ordnung. Ja, da haben wir auch noch eine Verteilerbox. Hier gehen, upsala, nicht runterfallen hier. Hier habe ich so gebaut, hier gehen dann beide Zellen zusammen. Boah, nach unten. So, jetzt gehe ich wieder nach unten. Jetzt komme ich bei der Anlage, sachte und langsam reden. Bei der Anlage habe ich mich auch noch ein bisschen dran, modifiziert. So, Bitfoot. So, Ausschalter. 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 So, und hier geht es dann weiter. Ja. Ich hatte heute die Batterie ein bisschen belastet, habe sie gerade, ja gut, die Batterie, die ist leider schon ziemlich runtergerockt, die ist, grob gesagt, die ist im Eimer. 11,5 Volt haben wir auf der Batterie, Laderegler sagt auch 1,5 Volt, also das, die China, ich nenne mal China-Bomber, unser China-Bomber-Schätzeisen hat 1,5, da und auch 1,5, funktioniert. So, ich habe das Ganze jetzt aber etwas revidiert. Dieser Sicherungsautomat, darüber diskutiere ich jetzt auch nicht blöd lange rum. Im Internet kann man es nachlesen. Datenplan, die sind auch für Gleichstrom gedacht. Bam ist gut, funktioniert von ABB stolz. Datenblatt okay. Habe ich jetzt die Paneele drüber abgesichert. Also wenn ein Blitz einhaut, irgendwas ist, bums, haut mit der raus. Dann vom Laderegler zur Batterie. Beide Plus und Minus, also ne, beide mit auch nochmal 16 Ampere. Ja, diesen Kollegen auch abgesichert. Funktioniert tadellos. Habe auch ein paar Tests gemacht. Funktioniert hundertprozentig. Ja, das ist jetzt der Vorteil mal meiner Reihenschaltung. Ich habe es festgestellt, die Batterie ist, wie gesagt, ziemlich im Eimer. Und ich habe 300 Watt Wechselrichter. Das ist eigentlich mit modifizierter Sinuswelle. Also nicht so tolle der Zeugs. Das ist natürlich richtig reine Sinuswelle. Ist natürlich logischerweise besser. Das ist modifizierter TÜNEF-Schrott.
Obwohl die Batterie auf L5 ist und hier wird sie als defekt angezeigt oder zumindest sie ist nicht voll, habe ich gerade diese Kamera, mit der ich jetzt gerade am Aufnehmen bin, hat wunderbar funktioniert. Die hat, glaube ich, stundenlang an der defekten Batterie gehabt, in der Reihenschaltung, so wie ich es gemacht habe. Vorher wäre es mir zusammengeklappt. Jetzt hält er. Jetzt kann er gleichzeitig laden und gleichzeitig aber auch so viel Energie von der Batterie abnehmen, sodass es nicht zusammenklappt. So, nächstes Projekt. Wo liegt es denn jetzt hier? Da. Ja, eben wieder ins Licht rein. Hoppala. Stimmt, den Laderegler, den ich da liegen habe, dieser China-Laderegler, das ist die 30 Ampere-Variante. Hier habe ich mir nun Anfang dieses Monats habe ich mir für 10 € mir die 10 Ampere-Variante gekauft, weil da, wie gesagt, eine Paneel, was ich gerade im Schuppen gesehen habe, kommt noch hier rein. Beides Inselanlagen, weil hier möchte ich dann bei mir im Schlafzimmer noch ein paar Reserven haben. Kommen auch zwei, die habe ich mir schon vorbestellt bei einem, ja, Bekannten, der ADT-Shopper mal ausschlachtet. Kommen dann zwei Bleigel-Batterien mit 12 Ampere kommen daran. Die haben leider, der eine ist auf 40%, wie der andere ist auf 50% runter. Die werden dann in Serie geschaltet oder parallel. Ich glaube, nee, ich bleibe bei 12, ich bleib bei Serie, weil es ist für meine Zwecke, so wie ich es haben möchte, am besten geeignet. So, wie gesagt, alles, was ihr hier gesehen habt, ich lebe am Existenzminimum. Geld haben wir nicht. Die ganzen Teile habe ich mir irgendwie zusammengekratzt, zusammengeschustert, zusammengebastelt, aber alles im. Ich würde mal sagen, ich bin Hobby-Elektroniker, Hobby-Bastler. Ich weiß, was ich da tue. VDE-Norm oder wie die ganze Scheiße heißt, halbwegs eingehalten, so gut abgesichert, wie ich konnte, was mir am Material zustand, und es funktioniert. Ich habe auch ein paar Überlasttests gemacht, hat alles wunderbar funktioniert, hier fliegt mir nichts auseinander. So, also für jeden, der wenig Geld zur Verfügung hat oder gar nichts hat, aber die Möglichkeit, an Ressourcen ranzukommen, funktioniert tadellos. Ihr müsst halt, wie gesagt, eben 10 oder 20 € für so einen China-Laderegler. Oder guck, bei eBay Kleinanzeigen habe ich mich jetzt auch schlauerweise mal nachgeschaut. Da kriege ich mir auch sehr gut, günstig Laderegler in dieser Größenordnung-Kapazität, was ich jetzt habe. Ja, so wie es von meiner Seite. Das ist jetzt für die nächsten 2 Jahre. Mal gucken, wie lange die Paneele halten. Ja, so wird das System laufen. Was ich vorher hatte, das ist auf meinem Kanal einsehbar. Stehen, was werde ich hier nachher noch irgendwo verlinken und wunderbar funktioniert. Also bis denn dann. Tschüss, meine lieben Leute. Seichte Unterhaltung.